Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht für uns an die Freibeischweizermeisterschaft in Avanche. Und es ist noch sehr früh morgen, da dass wir im FM2 starten, also 85 cm. Ist es schon am 8:30 Uhr morgen und ich habe bereits Start Nummer 9. Und wie läuft das Ganze ab? Es ist sehr ein normaler Umgang. Alle, die noch haben, oder mindestens 50% kommen in den Weltumgang weiter. Und wer dann immer noch null hat, kommt einstechen. In den letzten 5 Jahren, also letztes Jahr war ich nicht, aber vor 5 Jahren, bin ich nie in den Weltumgang gekommen. Und gestern war jetzt nicht die optimalste Vorbereitung, die man sich vorstellen kann. Das habt ihr ja auch gesehen im Video, das ich euch hier verlinke. Und ja, ich hoffe jetzt, dass das wieder alles vergessen ist von gestern, dass es nicht irgendwie nachtragend oder so ist. Und jetzt reiten wir völlig neuen Tag und dann kommt es gut und dann kommen wir sicher das erste Mal in den zweiten Umgang. Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. So, ihr habt jetzt den Umgang gesehen und ja, wie so oft haben wir unseren Finalfluch nicht können brauchen, brechen. Wir hatten wieder zwei Stangen gehabt. Aber also heute wirf ich mir gar nichts vor. Deswegen bin ich auch hier am Anhänger gerade an das Video da, wo es regnet wirklich. Es wird heute Morgen die ganze Zeit durch. Es ist ihnen richtig stark. Und auch der Boden, also es war zwar auf Sand, aber wir mussten halt trotzdem stollen. Ja, gell. Weil es war echt so, so lustig. Es hatte auch den dran, der tatsächlich umgekehrt ist mit dem Nuss umgegangen, weil die drin genau vor mir. Ja, was natürlich auch nicht immer so schön ist mit Anzügen, vor allem weil wir sie noch kennen. Und ja, bin ich schon kurz so ein aus dem Konzept gekommen. Aber dann ist halt da auf dem ganzen Platz sind überall Glunken und auch grosse Glunken. Es rutscht. Es hat Schächte mit auf dem Platz. Und es waren halt auch die Faktoren, die der Lemmy mega unsicher gemacht hat, gerade weil halt auf dem ganzen Platz wirklich so Wasser gestanden ist. Die kleineren und grösseren Glunken. Und ja, dann sind halt die zwei Stangen zustande gekommen, aber ich bin gar nicht vor. Ganz ehrlich, wenn ich so das Wetter jetzt im Moment anschaue, bin ich froh, haben wir hier unseren schönen Anhänger uns gemütlich machen können und müssen nicht noch zweimal reiten. Genau. Ja. Und er ist ja gut, steht gut im Anhänger, frisst sein Heu, trinkt gut Wasser. Meine Mama ist noch auf der Jury, wir sind noch ein bisschen da. Dann gehen wir daheim, aber er hat es gut gemacht, er hat wirklich ein paar Sprünge ganz gut genommen. Und auch wenn er die riesige Glunke vor der Ansicht war, war er verunsichert gewesen und hat halt so die letzten 2-3 cm nicht mehr gespringen. Aber für mich ist es gut und es ist jetzt halt nach
paar glückliche Wochenende. Ich finde das nicht so gut, Wochenende haben, aber wir müssen das abhaken. Machen in 2 Wochen am CC Bern wieder weiter. Ich hoffe, dort kommt wieder ein bisschen besseres Wetter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.